Bedauern, bedauern, bedauern. Spannend. Und was bedeutet das? Liebe Menschheit, wir bedauern, Alien-Bastarde zu sein. Wir bedauern, dass wir hier sind. Und wir bedauern, dass das Korps gerade unsere miese Flotte pulverisiert hat. Ruhe! Bedauern ist ein Name, Sergeant. Der Name eines geistigen Führers der Allianz, eines Propheten. Er ist auf diesem Transporter und er bittet um Hilfe. Achtung, Raster Kilo 2-3 ist heiß. Empfehle Abbruch der Mission. Roger, Ende. Sie sind dran, Sarge. Dann mal los. Bereit machen, Marines! Raster Chief, Transporter entern, um den Propheten des Bedauerns zu holen. Das ist die einzige Stelle, an der die Allianz zu landen plant. Der Prophet wird uns sagen, warum. Vergeuden Zeit. Boah. Schüttelt es ab, Marines! Absturz wird abgestürzt. Los, los, los! Das werden sie noch bereuen. In Ordnung, Kontakt! Oh! Habt ihr gar nicht zuerst gerafft, dass einer ist? Das geht, glaube ich, am besten noch. Oh, das sieht auch sehr gut aus hier. Huh? Schiff? Da. Ah, die Teile. Ja, das sind diese Plasma-Pistolen, die wieder die Schilde komplett wegmachen können. Mit einer ein aufgeladenen Schuss. Und ich glaube, hier müsste es auch sein, dass es dann auch Maschinen, also Fahrzeuge fallen. Aber auch die Banshees, diese Flugeinheiten von der Allianz, dass die dann auch kurzzeitig wie eine EMP-Bombe einfach ja, dann können Strom haben. Also blockiert sind. Das ist ein sehr schöner Graf. Erinnert mich ein bisschen an Counter-Strike zur Karte, aber gut. Können wir ja mal auf die alte Grafik umschalten. Oh, sieht auch gar nicht so schlecht aus. Also für damalige Verhältnisse. Ich weiß gar nicht, wann es genau rauskam. Halo 2, dann jetzt mal die Grafik. Aber bestimmt. Ja, 2000. Vor 2010 auf jeden Fall, wa? Das ist schon so lange immer her. Zeit vergeht ja auch. Nein! Dachte, ich könnte da hoch. Ich glaube, hier oben wäre besser. Position. Oh. Das ist ja großer. Oh, nicht mehr so viel Muni. Oh, wir haben ja auch noch ein Geschütz hier. Keine 360 Grad Geschütz. Nur so knapp hier bemessen. Ja gut, für die reicht's auf alle Male. Wie schießt denn hier noch? Hat sich so angefühlt wie von rechts aus. Hallo? Ey! Ah, die Freunde. Zum Glück und eigentlich Muni. Es gibt keine Abkühlzeit hier. Und keine Überhitzung. Also. Erstmal ein bisschen Schutz suchen. So, kommt noch her. Oder was? Die wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Ja, okay, die kommen jetzt wieder von links hier. Oh, wir haben Granaten und schon viele. Schön. Wird der Elite nicht überlebt haben. Oh schön, für das Kampfgewehr haben wir auch Muni bekommen. Du bist doch nicht etwa alles, oder? Und nochmal 12 Schuss. Ach, wir haben davon so viele.
Natürlich, der Elite stand genau daneben. Ich hätte das wahrscheinlich nicht überlebt. Und nochmal Kontrollpunkt hier. Oh, oh. Ich hätte wahrscheinlich noch nicht runterspringen sollen. Ach, verdammt, jetzt ist er genau da vorne. Wo ich jetzt eine schön mit das MG hier draufballern könnte. Oh, schneller, 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 lauf, lauf! Alter! Schießt ihr noch hier hinten? Leute, jetzt ist weg. Schade, das explodiert nicht nochmal, oder? Na, versteckt euch doch nicht hier. Die KI ist wirklich nicht so doof. Alter. Ja, jetzt kommen die nämlich raus, dann wieder auf der Tasche. Ist wirklich nicht schlecht. Ja. Der mal auf sich zu verstecken. Da unten ist sogar einer von uns. Geh doch mal dahin und mach die raus. Mein Mädchen ist verwundet in den Hof latschend. Ich sehe eine brauchbare LZ auf der anderen Seite dieser Gebäude. Dort treffen wir uns. Over. Verstanden. Sprengladung am Tor anbringen. LZ ist natürlich Landezone, wa? Kann ich mir nur jetzt so vorstellen. Oh, da müssen wir. Mann, ich sollte nicht hier immer runterspringen. Jäger. Zurückbleiben, Marines. Jetzt viel Zeit, dass die gehen ja. Ja, genau. Spring mal runter. Der ist schon mal geschickt, wahrscheinlich. Noch lebt er? Oh, jetzt ist er da. Hat der Jäger auch. Einsatzfähig, Ma'am. Einigermaßen. Unsere Piloten sind tot. Mensch, Junge. Warum bist du runtergesprungen? Na gut. Ein Verlust kann man ja noch verkraften. Oh. Schlimmer als Schakale sind nur Schakale mit Scharfschützengewehren. Ist einer? Ist hier noch einer? Finden den schießt der gleich. Mal wieder an den Seiten schießen bei den Schakalen. Sergeant, ich brauch die auf dem Kugel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Hm. Oh, das ist auch nicht schlecht. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Hat sein MG noch dran? Könnt ihr uns gut verteidigen eigentlich? Macht mich schlau. Kann weitergehen. Hä? Ist doch schon einer von uns gestorben. Oh, ich dachte, er wäre schon weg. Da oben. Da ist noch einer, da ist noch einer oben. Ey, der dann noch überlebt. So, jetzt. Och, jetzt die wieder. Da ist noch einer, okay. Da oben ist auch noch einer. Oder zwei? Au. Wurde. Den sehe ich. Ach, da noch ein Sogar. Das ist nicht gut. Da ist eigentlich die MP besser. Gleich nochmal Klugscheißer. Was? Gleich nochmal Klugscheißer? Wie aus dem Leben. Hey, hier müssen wir sogar, glaube ich, anscheinend lang. Hier was rum? Oh, ja, Munition. Schön. Na. Das ist von da oben runtergeflogen.
Was ist hier runtergeflogen? Ah, wo sind noch welche? Ah, da ist. Ach, Scharfschütze. Wahrscheinlich ist der auch mit runtergeflogen. Ne? Ah, erstmal in Sicherheit hier. Na? Ach, da nehmen sie mir schon Demo. Geht mal hier vor Panik weglaufen. Aber eigentlich die Clowns eine recht interessante Rasse oder so. Sind eigentlich auch mehr versklavt worden hier. So wenn man ein paar Bücher gelesen hat. Oder eben gibt es ja auch hier ein Helopedia oder wie das sich nennt. Da kann man bestimmt das auch nachlesen. Dass die Clowns eigentlich ein friedliches Volk sind. Oder ne, waren sie kampflustig, glaube ich, ja. Ey, auf jeden Fall, wir sind erobert worden. Schon recht brutal. Chief, gut, dass Sie kommen konnten. Oh. Die Absturzstelle ist jenseits dieses Hotels, Chief. Hier wimmelt es von Allianz. Folgen Sie mir. Ist doch eine Stimme, die kenne ich da. Und vorher? Ja, ich glaube aus Gears 3, wa? Was ist das denn für eine Musik? Geistern und so. Licht haben wir noch. Ey! Zu verlieren. Alle weg. Eine schöne. Hä? Ich wusste das. Ich hab den bloß nicht gesehen. Na ja, dann können wir mal die Munition aufheben. Wird dann noch einer gemacht. Ja, ist aber wieder nicht schlecht hier. Da kann schon wieder sein Fente. Oh, nicht mich abknallen. Ich weiß, es steht das ein sehr ungünstig hier. Schmeißt du welche Leute ab oder was macht der? Ja. Ja, trotzdem nicht. Oh, oh, oh. Schön, Granate geschmissen. Und da ist meine Deckung futsch. Brauche ich dir dann immer den kleinen Vieh. Warthog. Könnt doch eigentlich in diesem Teil auffahren. Oder? Ja, du solltest nicht aus Stempeln geschützt. Die meisten Allianz-Truppen sind direkt unter dem Träger. Ein Tag im Strand. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Na komm her, geht's. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Was, welche Brücke? Wahrscheinlich wohin ist. Ah, genau, hier kann sie fahren. Und eigentlich fährt die KI auch gar nicht so doof. Mann, ich liebe den Strand. Da ist aber den. Rein, ja, in die Badehose, Kumpel. Schluss mit dem Tratsch, wir stecken in Schwierigkeiten. Na gut. Dann halt mir schwimmen gehen. Eigentlich bei so einem heißen Wetter richtig gut. Nein, nein! Der. Ei! Der holt mich runter, Junge. Könnte nämlich so kapern. Das hat er eben schön versucht. Und du wirst. Ich hab noch nie solche Schmerzen gehabt. Warum fährt der Kollege hier total schön gleich? Lass mich doch erstmal den hier ausschalten. Und den hier rum. Ist der eigentlich kaputt? Wie sieht die wirklich dann aus? Hm. Dachte, das könnte man auch zerstören.
War leider nicht mit das MG hier. So, jetzt ist der Geschichte. Also mal, Kollege, du fährst aber hier auch ganz schön so offen rum. So, gehen wir weg. Na. Ach, Kollege. Bleib doch einfach mal stehen kurz. Oder fahr da hin. Ja, fahr da rein ruhig. Aber hier gleich wieder abdreht. Richtig wie ein kleiner Anzahl. So richtig. Ui, da sind Feinde. Oh, wieder zu. Oh. Nee. Das geht ja gar nicht. Steig mal aus. Ja, jetzt kommt ihr wieder da an. Aber jetzt baller du mal. Endlich wollte ich nur ballern, aber gut. Ja, ist doch nicht die KI so gelobt hier. Sind doch nicht so gut. Licht gibt's auch. Und hier kann man auch hupen. Das ist wichtig, zumindest im Multiplayer. Kann man mal zeigen, ey Kollege, braucht noch einen am Schütz oder so. Bin schon unterwegs. Mal schieß! Was erwartet der? Oh, hat er den ganzen noch zerstört. Ich hätte ihn auch gerne mehr fahren. Na komm, die lassen wir mal. Oh, mich ins Wasser. Wasser sehe aber auch krass. Also natürlich nicht High Mass, aber ich finde das ganz schön. Was sah es denn damals aus? Oh, das geht. Kann man verkaufen. Oh, was macht der Phantom denn hier? Schlecht. Da fahr ich doch lieber mal gleich rum. Ach du Scheiße. Komm dann auch hier. Katzen. Alter, au. Oh, hier ist ein Guss. Den schnapp ich mir. Will er doch überleben, oder? Wahrscheinlich nicht. Oh. Aber die habe ich jetzt noch nicht offen, dieses Mal. Shit, hätte ich die doch mal. Naja. Oh, irgendwie takt ich sehr auf dem Club. Oh ja! Überfahren. Schön. Ist auch noch ein Ghost? Beide sieht ja noch topfit aus. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Hey, da sind ja wieder welche. Den ist ja gut. Ja, die sind aber hoch auf Selbstmordkommando aus. Ey! Oi! Ist das hier jetzt explodiert? Sag mal, ist das kaputt jetzt oder? Ist doch noch ganz, dann nimmt das doch. Und der Ene hier hat Geronimo-mäßig einfach nach vorne gestellt. Ach nee. Ja. Wollte endlich den Kurs hier behalten. Sag mal, wieso stimmt der denn da vorne auch weg? War ganz interessant, was in Cortana gesagt hat, dass die Allianz gar nicht hier auf der Erde mit der Menschheit gerechnet hat. Huch, auf einmal sind da Menschen auf der Erde. Das ist dann eigentlich nicht ungewöhnlich. Das ist so ein bisschen, oh, da war einer von mir, ein bisschen so angeteased, was sie vielleicht hier wollen. Nein, vielleicht suchen sie hier was. Was genau? Das wissen wir natürlich noch nicht.
Oder vielleicht gibt es hier auch besondere Ressourcen, die sie unbedingt brauchen. Der Kollege da hinten ist. Ach, der andere, der bleibt auch aus seinem Wagen drauf. Ach Gott, ey. Muss man hier sich um alles kümmern anscheinend. Ich warte mal hier. Ach, wird schon bestimmt einer hier einsteigen und fahren. Mann, Mann, Mann. Na gut, Kollege. Da war ein Bus. Hat aber auch schlecht geparkt hier. Jetzt darfst du schießen. Und jetzt ist schon wieder eigentlich der andere. Den gerade nicht gesehen. Da bist du ja. Genau da, wo ich dich vermutet habe. Ah ja. Okay. Also das sind halt diese Kampfdialoge, die man jetzt ab und zu öfters hört. Das ist doch ein schöner Ghost. Das sind andere Kollegen jetzt. Ah, da bringt doch alles mit. Aber gut, jetzt steigt er da zumindest ein. Bringt mir hier bloß nichts, wenn er einfach nach einer Farm steht. Ah, da ist unser kleiner Mannequin. Und der stürmt auch volle Granate nach vorne. Und das Auto explodiert auch noch gleich. Da brennt der schon hier. Und zerstört ihn. Ena hat es auf jeden Fall überlebt. Oh, da ist die Lüte. Komm, der ist auch weg, oder? Ja. Hier ist ein Ghost. Schnapp den dir. So. Da. Ja, denn nicht. Kämpfen wir uns so weiter. Oh! Was ist hier los? Girl-Rip, wie man die hier nennt. Na. Gut. Kesser. So, irgendwie haben wir jetzt hier oben auch wieder zwei so da. Aber kein Fahrzeug für euch, oder? Na guck mal, das sieht doch... Ja gut. Mehr. Nicht viel neu. Natürlich schade. Da liegt da oben irgendwas Großartiges rum? Nö. Na gut. Ihr haltet die Stelle, oder? Da. Genau, macht mal. Ich dachte zuerst, dass wir einen Punkt. Ey, wir haben ja wieder einen Warthog. Mit Besetzung. Ey. Kollege, schutz mich. Aber der Ghost ist sowieso hier schon fast hin. So, und das war's eigentlich auch schon von der ersten Folge von Halo 2. Ich hoffe, das hat euch erstmal gefallen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Der stimmt schon wieder weit voraus. Okay.